Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Let's play Call of Duty Black Ops 2 Zombie Modus. Und ich sag schon wieder 2 und es ist 1. Wie du sehen kannst, es ist ja. 1. Wir sehen mal wieder, dass wir die größten Experten sind, was professionelle Kommentierung angeht. Ja, ich will nicht sagen, aber zufälligerweise bin ich Experte auf diesem Gebiet. Ja, zufälligerweise bin ich Experte auf sehr vielen Gebieten, zum Beispiel Zombie-Snipen. Zack. Paul! Ja. Paul! Der Fikus braucht mehr Licht. Hast du gerade eine Granate geworfen, als du es gesagt hast? Ja, Licht! Weißt du, was lustig ist, ne? Ich hab ja gerade den Triple Kill gemacht. Oh. Also, Leon, man sieht mal schon, wie unprofessionell du bist. Du gibst wieder vor deinen Abonnenten mit deinem langen Penis an, weil du so viele Zombies triffst. Ja, easy. Ich muss meinen Sound gerade etwas leiser stellen. Also, mein Sound geht voll fit, nur ich muss halt echt mal gucken, dass ich den Balancing finde, was das. Lol. Hier kann man auch irgendwas machen, ne? Wo? Hier, Dugo-Verwalter, verweigert fehlende Komponente benötigt. Was? Es ist bestimmt diese, erkennst du diese Fallen? Ja, hier, guck mal, das schaltet dann so eine Strombarriere an und alle Zombies, die halt so, der ganze Train, der hinter dir ist, ist dann... Oh lol, das ist ja natürlich übrigens, bestimmt Paul, geil. Was hast du eigentlich für einen komischen Namen? Wie? I sell weed? Willst du ein Dollar-Scrum? Den habe ich sogar eben noch geändert. Ja, hat er scheint bei dir nicht angegeben. Doch, bei mir schon, lol, stimmt, nur in der Lobby. Das, ja, Leute. Ich hab mich extra so in CSGO genannt, weil ich dachte, welche Leute antworten mir so, yo, einmal bitte. Also ich würde ja jetzt Namen nennen, lol. Ich würde jetzt Namen nennen, aber dafür ist dein Skin leider nicht genug. Schnauze. Vor allem in den Runden kannst du auf dem Boden noch was reißen, weil du die scheiß Teile einfach nur zweimal knifen musst. Hör doch auf, nur so rumzukommen jetzt. Alter, du bist einfach so ein alter Sack, ne? Ohne Scheiß, du bist locker 720 Jahre alt. 720? No scope. No scope, bitch. Das kostet der Teil nochmal 100. Weißt du, was geil wäre? Wenn wir auch mal ein bisschen Skill aufwalten würden und vielleicht Kicks dadurch kriegen würden, dass sie eine hohe Runde erreichen. Ach was, Alter, das wäre ja sowas von abwegig, Junge. Ja, ich glaube auch. Also, ja, manchmal kommst du wirklich auf Ideen, ey. Hast du... Ah, nice, danke. Guck ja. Mal, die ballern sich hier gleich durch dieses komische Bild von My John L. Plaster. Operation Holzhacker. Chopper. Lol. Ja. Oh lol, Instakill. Aber wie das klingt. Ich finde das lustig, wie die bei Runde 1 schon so am Rushen sind, die Viecher, ne? Hm. Weil der ist nicht tot. Ich will die Snipes machen. Durch das Holz, Alter, ich bin der größte Pro-Skiller 3000. Also das ist jetzt wie ein neues Headset von Sharkon oder so. Ja. Pro Skiller 3000, Alter. Es ist, ohne Scheiß, du hast gerade die Marktlücke gefunden. Wir werden jetzt erfolgreich mit diesem Marktkonzept. Wir entwickeln einfach irgendein Produkt, scheißegal was das ist oder wie gut das ist, aber es muss diesen Namen tragen. Ja, Alter, der Name ist die Marktlücke. Das ist schon immer so gewesen. Hallo? Ich wollte gerade einen Zombie-Knifen rennen auf den zu und merke dann, dass ich den schon getötet habe. Boah, das ist ziemlich... Ist professionelles Gameplay mal wieder hier am Stissel. Am Stissel. Ja, ich hasse dir direkt ein aggressives Gameplay raus. Zum Glück benutzt du keinen Insider von anderen YouTubern, weil wir natürlich so gut sind und unsere eigenen haben. Ich glaube, irgendein Zombie-Bug kann das sein. Nö. Nee, achso, der war bei dir. Okay, ich hab den echt nicht gesehen, muss ich gestehen. Wo war der? Hier. Das ist immer voll gut, wenn man hier sagt. Ja, das ist genauso wie... Wo liegt China? Da. Es ist so... Wo liegt China? Frag deine Mutter, die hat aufgeräumt. Haben wir wieder ein paar alte Witze reingehauen. Warte. Ah, komm, sagst du, wir machen schlechte Witze? Ja, kann ich auch. Aber ich will ständig mit Q die Waffen wechseln, das geht mir mega auf den Sack. Echt? Das hatte ich noch gar nicht. Sagst du, wir hauen mal ein paar aggressive Scheißwitze raus? Okay, kann ich auch. Ich nicht, meine Witze du, sind Daddy, zu gut. Du, Daddy, warum heißt meine Schwester eigentlich Florenz? Naja, Sohn, weil wir sie in Florenz gezeugt haben. Ah, okay, gut. So, dann verpiss dich jetzt endlich. Couch! Das kann die sogar schon. Das Original war noch ein bisschen anders und besser erzählt, aber dann ja, das war irgendwie nicht Couch, sondern irgendwas, was noch witziger war. Irgendwie Bahnhofstoilette oder so eine Scheiße. Ja. Stell dir mal vor, du heißt Bahnhofstoilette. Hey, erinnerst du dich wo? Diese eine Anfrage in den USA abgelehnt wurde, weil die ihr Kind Facebook nennen wollte? Ja. Das hey, das so war doch nicht nur eine, das waren Tausende, oder? Ja, warum auch? Weil es USA. Dumme Menschen gibt. Nein, wir wollen keine Leute oder Leutegruppen beleidigen. Es gibt dumme Menschen. Leutegruppen? Ja. Ich hab sie einfach ein bisschen gegroupt, so, weißt du? Hey, komm mal hierher, mach Aufzug. Mach du doch Aufzug.
Ja, ich mache Aufzucht, dann komm mal trotzdem her. Ja, Mann, danke. neuer Aufzug kam aus dem Bauchzug. Fahrstuhl. Natürlich, immer noch haben wir unsere eigenen Insider, wir machen das Ja, nur. wäre langweilig, wenn nicht, ne? Ja. Ey, sollen wir nicht wieder diese Defcon-Kacke anschalten oder lieber erstmal nicht, weil da kommt nicht der Typ, der uns die Waffe geklaut. Ja, ich fand den eigentlich ganz sympathisch. Ja, aber schon so ein Mr. Nice Guy, ne? Ja, ist so. Also ich glaube, ohne den wäre mein Leben auch nicht das, was mein Leben jetzt ist. Dann wäre es nämlich Ja, das. erfüllter. Ja, durchaus. Immer die Nades reindudeln und dann geht das schon. Boah, die Dingens, die deutsche Vertonung von Black Ops ist echt scheiße. Von allem ist die englische besser. Ja, hier ist es richtig crazy. Also, es ist irgendwie lustig, weil der so einen komischen Humor hat, aber es ist irgendwie Ich scheiße, habe weil mich der ja bei Humor Black nicht Ops tief ist. 2 bei Schreiner erst gewundert, als ich es auf Englisch gestellt habe. Das heißt ja Carpenter und da spricht er so komisch aus und ich hatte nicht im Kopf, was gerade die englische Übersetzung ist und ich habe das eben nicht verstanden. Dachte immer so, Carpenter! Was zur Hölle Was sagt für ein er? Schlachtruf. Ja! So. Ja, gut, also ich Wo meine. mussten wir nochmal für den Strom hin? Hier unten, ne? Guck mal rüber. Was kann man. Ja, genau, das ist der andere Fahrstuhl. Willst du das jetzt direkt schon machen? Okay, Ja. ich nehme das mal als ja. Ich will schnellstmöglich Dingens haben. Ja, da bin ich direkt bei. Ja, da sind wir alle direkt bei. Ich find's ja lustig, wie das eine Ding da direkt zum Zombie-Spawner wird. Ich hasse das nur, dass hier halt diese komischen Kackviecher Was? spawnen können halt. Ja, hier kommen diese Crawler halt raus. Das fuckt mich halt hart ab. Boah, ich blick hier einfach durch diese Räume, Ich dieses dachte ganze gerade, Konzept hier. der Teleporter hätte mir eine Waffe geklaut, aber du wechselst einfach beim Teleportieren deine Waffe. Lol. Ah, fuck, Crawler. Oh, fuck, 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 ich bin down. Bin ich. Hä, lol, 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 ich bin wieder auf der. Lol. Paul? Ja? Ich bin anscheinend durch irgendeinen Teleporter durchgehasselt. Ja, du wirst hier ständig teleportet. Das ist mega der Mindfuck, dieses Spiel, Alter. Das ist schon fast nicht euklidisch. An alle Ich bin meine wieder. Abonnenten, wenn irgendwer von euch weiß, was dieses Wort bedeutet, dann seid ihr cool. Ja, warte, ich habe gerade was vergessen. Ich habe keine Abonnenten. Da war ja was, ne? Ja, schon scheiße. Ja, die Idee war gut, ist nur ein bisschen an der Umsetzung gescheitert. Die Idee war gut, aber das Arme waren zu kurz. Sie werde ich nie vergessen, Alter. Ich weiß gar nicht warum, aber der hat sich Ja, eingeprägt. alle haben den irgendwie Definitiv. voll gefeiert, obwohl das irgendwie jetzt nichts mehr so mega witziges war. Oh, ich hab die Death Machine wieder! Alter, Junge, ich dachte mir gerade so, was ist das für ein komisches Ding, was da liegt? Ich dachte mir so, sammelt's mal nicht, ey, was hat er das Machine? Und so. Ja, diese komischen Kugeln, wenn die gedroppt werden, das ist die Death Machine. Egal, ich hab Juggernaut. Hast du Juggernaut? Gleich schon. Bin dir 17 Schritte voraus. Hey, jetzt halt dich doch mal zurück hier! Nur weil du wieder der Gerät hast, weißt du, du musst direkt wieder zeigen, wer den dicksten hat. Da ist übrigens gerade was an dich angeschlichen. Ja, hab ich doch gesehen, hab ich selber drauf geschossen. Nein, das war nicht. Du hast auf einen anderen geschossen. Oh, egal, hab Juggernaut, wäre kein Problem gewesen. Spassi, Alter. Funktioniert Teleporter tatsächlich Was andersrum? ist denn? Ich nehme das mal als ja. Ich bin wieder oben. Ich habe übrigens das Gefühl, die Teleports sind wirklich random. Ja, ich dachte, wir hätten sogar schon rausgefunden, Nein, dass sie random sind. nein, 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 Kommt der nein. Wissenschaftler gerade? Hurensohn! Jetzt habe ich eine Waffe, die keine Munition hat. Tja, soll ich mal Defcon-Level erhöhen? Ey, Paul, ich follow den, ne? Der ist hier. Ha! Ja. LOL! Oh. Hey, weißt du, der ist einfach bis. Hat der da auch noch eine geklaut? Ja, ne? Ja, ich hab den mal ein paar Mal geknifft, ich dachte, das bringt vielleicht was. Doch, hat nichts gebracht, das muss ich nachher so feststellen. Ist auf dieser Ebene, wo man den Strom anschalten kann, eigentlich irgendwo eine Waffe? Hier. Der ist ein AK, diese Ja. AK-74, die ist sogar ganz geil eigentlich. Ja. Ich hab das Gefühl, der Teleporter in dem Nimmt Raum, sich zwar hier, ja genau. wo man als erstes ist, das ist der Teleporter, der Safe Call hierhin führt. Oh fuck, das wird dieser Wissenschaftler. Alter, rennt der eigentlich permanent hier rum? Was soll? Nein, 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 nein. Ey, das bringt sie auch. Gut, den zu hitten. Ist ja cool. Nice. Wo ist der? War in dem Anfangsraum hier irgendwo ein Defcon-Schalter? Da oben ist die Anzeige aber. Nein, die sind alle in nur einen Raum. Ach, die sind alle in dem Die sind Raum. alle auf der Ebene oben, da sind vier Stück. Okay. Was ist Speedcooler nochmal? Das war Nachladen, ne? Das brauche ich gleich mal. Ja, muss ich mir mal merken. Ich muss mir so die ganzen Positions merken, was wo ist. Ja. Ist es irgendwie dunkler geworden? Ja, die Lichter sind irgendwie aus, glaube ich. Also ein Das ist paar. jetzt.
Lol, hier ist wieder ein Teleporter. Ich bin mal weg. Hä, die sind doch ständig da. Ja, die plöppen immer nur auf. Warte mal, 3, 4, 3. Ah, Paul, wir sind zu dumm. Was? Auf der Ebene, wo man den Strom anschaltet, sind Teleporter zu allen Ebenen. Und da stehen Zahlen dran, wo die hinführen. Wow. Boah, sind wir voll im Raid-Zeit. Wir haben halt wirklich... Da achtest du auch nicht drauf, weil du nicht denkst, dass dieses Spiel so was Simples bietet. Alter, wenn du in diesem scheiß Rauch von der Tür stehst, denkst du einfach, dein Leben geht vorbei. Ja, das ist jetzt doof. Ich müsste einfach nur wissen, wo du bist. Da, wo der erste Fahrstuhl ist. Ja, warte. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Da, wo der erste Fahrstuhl ist, also ganz oben. Ja, Anfang. Der erste, ja, durch den man durchgehen muss. Nice. Ich muss echt sagen, ich glaube, die führen nicht dahin, wo sie hinführen sollten. Oh, da ist was hinter der ganzen Menge. Egal, Instant-Kill. Da hast du gerade richtig Glück gehabt, dass genau da Instant-Kill war. Ja. Ey, lass mal jetzt, wenn wir... Oder warte, nee, wir können ja den Dingens nehmen. Ich bin wieder unten. Aua. Alter, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Du kannst Pech haben und vor dem Teleporter steht direkt ein Zombie, der dir 3 Hits gibt oder so. Ja. Hey, warte mal. Ebene 4. Also hier steht ein 4 an dem Dingen auf jeden Fall. So, ich will zur Ebene 2. Hier ist direkt hier, wo wir eben waren. Also wo mein Strom... Hier ist nochmal eine Tür. Lol. Was ist das denn hier für ein... Lol. Ich hab mal so ein Bar. Lol, da war ein Schwein drin. Das ist ja voll ekelhaft. Hier ist... Alter, du musst mal auf die Ebene kommen. Hier ist so eine Art Zombie-Krematorium oder so. Bei mir ist ein Arzt. Ich hab die Kiste gefunden. Oh mein Gott, ich hab die Kiste gefunden. Ah, ein Crawler. Die Kiste ist im Raum hier gegenüber. Ich hab einen Arzt gefunden. Ja, aber... Boah, fuck. Man darf hier nicht rückwärts laufen und schießen. Ich glaube, da kannst du richtig schnell mal drauf gehen. Boah, das ist Turbo-Gas, ne? Das geht nicht auf den Sack. Ja, doch, wir beweisen hier gerade Buren-Skill. Ja. Oh Gott. Lebst du noch? Nein. Alter, ich war in so einer scheiß Ecke und kam da nicht mehr raus. Wo bist du? Ich war gerade mega, keine Ahnung. Du läufst gerade auf mich zu. Achso, du bist hier noch. Oh fuck, noch am Arsch. Ich muss hier leider raus, sonst komm ich nicht die raus. Ecke ist mega der Abfuck. Oh fuck, ich bin wieder auf derselben Ebene gespawnt. Was ist das denn? Ich bin gerade hart am Verkacken. Ich hab schon 3 Downs, Alter. Ja, easy. Also wir liefern dir auf jeden Fall schon mal wieder Premium-Gameplay. Ja, warte. Ich kann mal versuchen, wieder irgendwie zu dir hinzudüdeln. Aber ich kann dir jetzt gerade wirklich nichts versichern. Ja, wenn du vielleicht durchrushst. Ja, ich muss mir irgendwie mich selber absichern. Krieg zurück in den Fahrstuhl. Krieg zurück rüber. Krieg nach hinten. Schnell. Oh. Das ist voll die gute Mechanik, so. Ja, stimmt. Aber das war closer, als es erwartet war, muss ich gestehen. Oh fuck, Alter, die rushen hier echt direkt durch. Ja. Fuck, keine Muni mehr. Oh Gott, keine Muni mehr. Hast du die Kiste eigentlich eben noch gesehen gehabt, oder warst du da nicht mehr? Okay, da muss ich ja nochmal hinkommen irgendwie. Warte mal, ich glaube, Alter, ich blicke durch das Teleporter-Konzept gerade gar nicht durch. Hier ist eine Defcon-Stufe. Ich brauche erstmal Juggernaut. Hast du das noch nicht? Nee. Natürlich ärgerlich. Kein Geld. Das war genau, wo der Wissenschaftler kam. Da hatte ich nämlich gerade kein Geld. Ja, ich bin schon wieder in so einem Raum, wo ich nicht weiß, wo die Kiste jetzt wieder war. Diese eine Ebene, wo die ganzen Sachen hier sind, ne? Wo die ganzen Teleporter aus sind, ja, ne? Ja, Alter, da blicke ich gar nicht durch. Die ist auch mega verwirrend. Einfach alles genau identisch aus. Ich komme hier gerade gar nicht drauf klar. War hier die Kiste? Ah, scheiße. Paul, die Kiste ist in so einem Raum, wo du quasi nicht drankommst, ohne zu wrecken, ne? Das ist unnormal. Okay. Fuck. Alter, ohne Scheiß, das ist mega eng hier. Wo war die scheiß Waffe? Ich brauche Ammo. Ey, Paul, du musst die Teleporter nutzen, sonst überlebst du hier nicht. Das ist Abfuck. Das war knapp. Ich bin wieder auf Ebene 1. Also langsam verstehe ich das Konzept. Du musst echt wirklich mit den Teleportern arbeiten. Du musst die ganze Zeit da durchrennen. Da müsst du nämlich nicht nach hinten gucken, weißt du? Ja, das kann sein. Das funktioniert richtig gut. Das mache ich gerade die ganze Zeit. Ich bin gerade oben auf diesem, wo man die ganze Zeit so im Kreis laufen kann, weißt du? Ja, da sind die anderen Deathbahn-Stufen noch. Warte, ich komme wieder runter, ich bin oben beim Fahrstuhl. Ja, man muss halt immer so 250 Coins haben, um die ganzen Fahrstühle auch benutzen zu können, sonst bist du echt am Arsch, glaube ich. Ja. Ich hab no Ammo.
Deathmatch, du bist schon an. Lol, das bist du. Das bin ich. Hab mich gerade mega erschrocken. Hier ist noch eine. Was ist das hier oben eigentlich? Double Tap Root Beer. Stimmt ja, auch nützlich. Ja, Firepower. Ja, Paul. Diffcon 5. Ich hab keine Ahnung, was dir das bringt. Da passiert bestimmt die abgefuckteste Scheiße jetzt. Was ist das da unten? Da ist wieder der fucking Professor, ne? Ich krieg einen Cock in den Arsch. Ich kann ihm echt. Leute, hier ist irgendein rotes Viech, ne? Wir sind so da. Vor allem, du kannst nichts gegen den machen. Leute, ich bin beim Punchen. Lol, was? Ja. Wie kommt man da überhaupt hin? Ach, du musst da rauskommen. Ach ja, stimmt, dann führen alle Teleporter dahin, ne? Irgendwas war da. Ja. Dann, du meintest, glaube ich, dann führt ein alter Teleporter zum Punchen. Ja, das war eine Idee, die ich hatte. Und zwar nicht, ob das wirklich so ist. Achso, ich dachte, das wäre ein Fakt, den du rausgefunden hättest. Nein! Das war so eine Idee. Oh. Lol, der Strom ist aus. Wie, der Strom? Nein, ich hatte doch nur... Ich habe ein Problem, Paul. Wieso? Ich habe keine Munition und nichts. Weil der Professor mir gerade die letzte Waffe geklaut hat. Das ist jetzt richtig mein Fuck. Das ist richtig mein Fuck jetzt. Warum sind wir eigentlich wieder bei DEFCON 1? Weil die runtergeht, wenn du auf 5 bist. Ah, okay. Okay, Paul, ich hab ein Problem. Warte, ich muss auf Ebene 1. Weißt du? 1, 1, 1, wieso musst du auf Ebene 1? Weil... Warte mal, sagtest du, der Strom muss wieder an? Nö, ich bin mir nicht sicher, aber ich konnte... Weil der Strom ist... Der Strom ist an. Okay, ich glaube, dann war da vielleicht... Vielleicht ist er während der Professor da ist einfach aus. Hat was mit diesem DEFCON-Shit zu tun. Ich weiß ja nicht, was das bringt. Ich kann die DEFCON-Stufen jetzt wieder anmachen, dann kommen wir wieder auf 5 hoch. Aber... Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, was uns das bringt. Ach, das ist eine komplette Runde, wo nur dieser scheiß Professor kommt. Ja, und ich check auch nicht... Wir töten den ja nie, der geht einfach irgendwann immer weg. Kannst du mir den Fahrstuhl bezahlen, bitte? Jo. Weil ich muss... Ich hab nichts, nur diese Waffe, und ich brauch dafür jetzt Muni, sonst bin ich am Arsch. Danke. MP, Bruder. Fuck! Mir fehlt 100 Coins. Ich bin am Arsch. Ich bin richtig hart am Arsch. Ich hab nichts. Also waffentechnisch gar nichts. Ja, du musst jetzt, wenn dann, die Knifen oder so. Dann mach das mal in der Level, auf dem Level jetzt. Das ist hart kacke. Also gerade mit den Nails ein paar Kills zu holen. Okay, genug. Fuck. Alter Paul. Alter, boah, ich hab grad die Play Mechanics hingelegt. Boah, hab ich die Plays hingelegt. Ich bin down, oder? Ja, ich bin down. Das ist jetzt mega der Mindfuck. Okay, wir haben jetzt richtig hart ein Problem. Alter, ich merke einfach, das Spiel ist tausendmal so schwer, einfach weil die. Du hast hier keinen großen Raum. Also kaum einen großen Raum. Du musst ständig in diese Räume zurück, die so übelst eng sind. Okay. Das ist krass. Boah! Junge, ich hab grad noch den Fahrstuhl gekriegt. Ich kann nicht mehr. Ja, Leute, da kommen ungefähr 1000 Zombies durch den Teleporter. Oh, fuck it. Ich seh's. Ja, ich bin direkt down. Ja, schade. Okay, nice try, aber ich hab's gerade ohne Scheiß, das musst du dir im Video mal angucken. Ich hab das mit dem Fahrstuhl auf den letzten 2 Mikrometern noch geschafft. Das ist übel. Alter, aber... Ohne Scheiß, ich glaube, das Krasse ist wirklich einfach, dass alles hier so mega eng ist. Ja, das ist es ja. Das ist ja richtig übel. Das hast du bei den anderen Maps natürlich auch, bei Black Ops 1. Das ist krass. Mhm. Das ist ganz anders. Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel Tower auf Black Ops 2 so einfach ist. Du hast einfach riesig viel Fläche. Na gut, Leute, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.